Leonie Mieland, es war eine sehr enge Partie. Habt ihr am Schluss verdient gewonnen? Ja, also das Spiel war recht wechselhaft. Und zwischendurch haben wir etwas weniger Ballchancen als diese. Aber ich denke, im Endeffekt haben wir es verdient, weil wir haben nochmal Vollgas gegeben, nochmal 100% gegeben. Und wow, wir haben verdient gewonnen. Am Schluss auch dank deinen 4 Goal. Hast du heute einen super Tag verwünscht? Ja, also eigentlich nicht so. Heute Morgen im Training ist es mir nicht so gelaufen. Aber ja, es ist recht gut gegangen. Also ich weiss nicht, auf einmal hat es auch funktioniert. Es war das erste von insgesamt 3 Spielen hier in Schaffhausen. Was nehmt ihr euch jetzt für das morgige Spiel vor? Ja, also wir haben sicher noch Potenzial gegen oben. Also wir müssen es sicher noch ein bisschen steigern. Vor allem in der Festsetzphase und auch in der Auslösung. Aber wir arbeiten dran. Du hast eine super Partie gezeigt. Wie hast du das Spiel von den Mitspielerinnen erlebt? Ja, im ersten Drittel war es sicher sehr gut. Wir haben das umgesetzt, was wir wollten. In den zweiten zwei Dritteln hat es nicht so funktioniert, aber ich glaube, wir haben über das ganze Spiel genug Goal geschossen, für das Gleiche gelangt. Was habt ihr euch denn vorgenommen, was im ersten Drittel so gut funktioniert hat? Ja, sicher, dass wir oben aufrücken und dass wir hinten gute Zuteilung haben. Wir hatten das Gefühl, insgesamt hatten die Tschechen fast mehr Chancen. An was ist es gelegen, dass bei den Schweizerinnen eher Mühe hatten, Chancen zu kreieren? Ich denke, wir wollten eigentlich gut auslösen und haben so sehr gut bis über die Mittellinie geschafft, haben aber vorne schnell den Ball verloren. Und sie waren also bei uns vorne eigentlich recht konsequent gewesen. Was hat am Schluss dann den Unterschied gemacht? Der Unterschied hat es auch gemacht, dass wir wollen. Weil ich glaube, bei so einem Spiel kommt es vor allem darauf an, wer mehr will, gewinnt. Merci vielmals.